Was kommt raus, wenn ein Profimusiker, ein Lehrer und ein Mann aus der Politik gemeinsam Musik machen? Unfug. Ja, genau. Viel Spaß, Unfug. In den letzten Monaten haben sie einen Song aufgenommen, Mayday, Mayday, ein weltweit erster Sommer-Après-Ski-Hit. Aber höchst professionell produziert mit Musikvideo. Professor Meyer, also alias Sepp Niveau, der verkleidet sich als Pilot, als Cowboy, als Boxer, als Muskelmann, als Freddie Mercury, Udo Jürgens und Falco. Multiple Persönlichkeit. Edina Geisecker hat sich das lustig schräge Musikprojekt Sepp Niveau mal genauer angeschaut. Auf die Frage, warum drei Männer im besten Alter in der Corona-Zeit den weltweit ersten Sommer-Après-Ski-Hit geschrieben haben, sagt der Hendorfer Christoph Meyer von der Band Sepp Niveau. Es gibt drei große Dinge, die man in seiner Biografie drinnen haben muss. Das ist einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Ballermann-Hit zu schreiben. Der Song Mayday, Mayday soll einfach nur Spaß machen, sagt Christoph Meyer, der ja im echten Leben am Privatgymnasium Borromeum unterrichtet, allerdings nicht Musik. Ich unterrichte Sport und Geschichte und habe eigentlich von Musik relativ wenig Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Egal, für den Songtext und ein bisschen Gesang hat's allemal gereicht. Gesungen wird's von Leonhard Golser und von mir. Und der Leonhard Golser hat auch die Produktion des Liedes übernommen. Für das Video zeichnet mit neben mir hauptsächlich noch mein Bruder Wolfgang Meyer verantwortlich, der hier seinen Mix aus Kreativität und Wahnsinn hier voll entfaltet hat. Der Chef und Bandmitglied Wolfgang Meyer ist übrigens in Salzburg kein Unbekannter. Deshalb musste der auch vorher sein Okay zum Musikprojekt Sepp Niveau geben. Wilfried Haslauer hat gesagt, ja, ihr seid Kindsköpfe, mach nur, aber lass mich da raus. Sagt Christoph Meyer. Auch er als Lehrer an einer katholischen Privatschule konnte nicht einfach loslegen. Danke, lieber Herr Direktor Benninger, für deine Coolness. Seit Donnerstagvormittag ist das Lied auch auf YouTube zu hören. Die Schüler haben das Lied vom Herrn Fässer natürlich schon längst im Internet entdeckt. Aktuell hat es schon über 11.000 Aufrufe. Die Reaktionen sind durchwegs positiv. Sie stehen im Kreis, spielen Mayday, Mayday. Hüpfen herum, schauen mich an, lachen. Und wenn Kommentare kommen, dann, wie es zu erwarten war, natürlich selbstverständlicherweise, denn ich muss ja benoten, positive. Übrigens, jetzt geht's erst richtig los. Die drei von Sepp Niveau wollen hoch hinaus mit Mayday, Mayday. Ballermann ist ja tatsächlich ein Ziel. Dass es in diesen Lokalen gespielt wird, ist tatsächlich das Ziel. Wir werden uns heute am Nachmittag zusammensetzen mit der Crew und werden hier einen weiteren Plan dann schmieden für die Zukunft.